Hi, ich bin Saskia und ich bin froh, durch Instagram auf Juice gestoßen zu sein. Wir wollten unser Kind mit Stoff statt mit Plastik wickeln. Wir wollten nämlich kein Plastik auf der Haut von unserem Sohn. Außerdem wollten wir den ganzen Müll vermeiden durch die Wegwerfwindeln und den chemischen Geruch konnten wir auch nicht mehr ab, den wir durch die Wegwerfwindeln hatten. So haben wir uns also für Juice entschieden, nach Wir haben gleich das große Premium-Paket für uns bestellt gehabt, weil wir festgestellt haben, okay, wir wollen gleich von Anfang anfangen, also gleich beginnen mit Juice und mit Stoffwindeln wickeln, haben aber im Krankenhaus ganz viele Einwegwindeln bekommen und mit dem Nabel wollten wir dann doch noch warten und haben quasi mit dem Nabelabfall dann angefangen, die Stoffwindeln zu benutzen und die Juice zu benutzen. Und es war einfach einfach. Also in den 2 Wochen, die wir mit Einwegwindeln gewickelt hatten, hatten wir so viel Müll. Ich glaube, die schwarze Tonne, die war nach einer Woche brechend voll. Und jetzt sind wir bei, also das Kind, unser Kind ist jetzt 3,5 Monate alt und seitdem haben wir nur einmal noch die schwarze Tonne abholen lassen, was vorher einfach zu viel war. Und wir fühlen uns gut. Ich finde es toll, dass ich ein Kind in eine Welt gesetzt habe, in der meine Tochter nicht durch ihre Windeln schon die ganze Umwelt quasi zerstört, sondern alles schön nachhaltig ist. Ich bin wirklich erstaunt, wie viel Müll man in kürzester Zeit reduzieren kann. Genau, probiert es doch einfach aus. Ich denke, ihr werdet alle begeistert sein.